Hey Freunde, wenn in diesem Video etwas unklar sein sollte, etwas nicht funktionieren sollte oder ihr allgemein irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Dort werde ich auch versuchen, auf alles einzugehen. Darüber hinaus würde ich mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung da lassen würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Genug geredet, Freunde, viel Spaß mit dem Video. YouTube, mein Name ist Yoshi und ich wünsche euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es sich mal wieder um das Thema Outfit-Glitches, denn es gibt eine neue Variante, wie ihr wieder Gürtel auf eure Outfits draufmatchen könnt. Ihr könnt wirklich auf jedes, also auf so ziemlich jedes Outfit von euch, wieder Gürtel draufziehen. Das Ganze nennt sich halt der Torso 1 Merch, weil alles, was mit Gürteln zu tun hat, jetzt zum Beispiel eine Müllmann-Weste ist auch Torso 1 oder halt das Juggernaut-Outfit ist auch Torso 1. Das alles funktioniert auf jeden Fall wieder, ist allerdings ein kleines bisschen anders, dadurch, dass die ganzen Versus-Jobs wieder rausgenommen wurden, sprich, dass Korrupter Kopf nicht mehr funktioniert. Ich werde euch das jetzt hier in diesem Video auf jeden Fall für den Mann zeigen, für die Frau funktioniert das Ganze ganz genauso. Wenn ihr da trotzdem ein separates Video zu haben wollt oder so, schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein separates Video für die Frau, aber so funktioniert es auf jeden Fall für beide Geschlechter. Gut, Freunde, genug geredet, wir starten mal mit dem eigentlichen Glitch. Der Glitch beginnt damit, dass wir uns jetzt erstmal ein Outfit zusammenstellen müssen, auf das wir dann gleich den Gürtel drauf haben wollen. Ich habe das Ganze gerade schon einmal im Vorfeld gemacht. Ich habe jetzt hier ein Outfit mit Stickern, wenn ihr wissen wollt, wie ihr an so ein Outfit mit Stickern kommt. Das Video dazu packe ich euch mal eben kurz oben in die Infokarte, da ist es auch schon. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Ihr könnt aber auch jedes andere beliebige Outfit nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass dann jetzt gleich die Weste da drauf passt. Aber jetzt komme ich mal eben kurz zu den Oberteilen hier. Ich werde jetzt hier ein Outfit erstellen, bei dem der Oberkörper frei ist. Wenn ihr ein Outfit machen wollt, bei dem ein Oberteil dabei ist, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die folgende Weste darauf passt. Ich zeige euch mal eben kurz, wo ihr die Weste finden könnt. Ihr geht dann hier einmal auf die Einsatzwesten und dann ist das die Nummer 47, die sandbraune Schussweste. Die müsst ihr euch auf jeden Fall anziehen und jetzt, wenn ihr irgendwas anderes noch an Oberteilen haben wollt, müsst ihr halt schauen, ob das Ganze funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel hier auf Überzieher gehen solltet und ihr wählt hier irgendeinen von den Überziehern aus, seht ihr, verschwindet auf jeden Fall die Weste. Und das wollen wir nicht, weil die Weste gleich dafür da ist, dass wir den Gürtel darauf merchen können. Also sucht euch jetzt hier entweder irgendein T-Shirt aus, was euch gefällt. Hier zum Beispiel bei den Rocker-T-Shirts, diese ganzen T-Shirts hier funktionieren. Dann müsst ihr einfach mal durchprobieren, was da alles geht und was nicht geht. Und wenn ihr dann was gefunden habt, müsst ihr das Outfit auf jeden Fall einmal abspeichern. Auf jeden Fall mit der Weste. So, achtet bitte beim Abspeichern darauf, dass ihr keinen Helm anhabt, keine Maske anhabt oder auch sonst nichts im Gesicht ist, auch kein LCD-Ohrhörer, keine Gasmaske, gar nichts, also bitte gar keine Accessoires im Gesicht haben. Als nächstes geht ihr dann bitte hier rüber zu der Kassiererin, geht dann hier einmal auf die Rubrik Raubüberfall Overalls und bei den Raubüberfall Overalls werdet ihr ganz unten diese Chemieanzüge finden. Wenn ihr davon schon irgendeinen haben solltet oder so, könnt ihr den natürlich auch benutzen. Wenn ihr keinen haben solltet, müsst ihr euch jetzt für diesen Glitch auf jeden Fall einen kaufen. Zieht den einfach nur an, Abspeicher braucht ihr das Ganze nicht und als nächstes brauchen wir ein Teleskop. Wenn ihr kein Luxus-Apartment haben solltet oder sowas, wo ein Teleskop drin ist, könnt ihr entweder eins bei euch im Büro nehmen oder halt am Strand. Ich zeige euch mal eben kurz den Spot, wo ihr hier Teleskope findet und zwar ist das direkt hier oben auf dem Pier. Ich werde das auf jeden Fall jetzt bei mir einmal im Büro machen. Ich überspringe mal eben die Fahrt dahin. Seid ihr jetzt an dem Teleskop eurer Wahl angekommen, müssen wir jetzt einmal zusammen den Teleskop-Glitch machen. Ich zeige euch nochmal eben kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt ja jetzt hier diesen Chemieanzug an. Ihr rennt jetzt sehr schnell an dem Teleskop hier dran vorbei und sobald ihr oben links die Meldung seht, drückt ihr die Steuerkreuz-Taste nach rechts, um durchzusehen. Dann macht ihr das auch. Wir rennen jetzt hier dran vorbei, dann einmal die Steuerkreuz-Taste nach rechts. Dann seht ihr, der Charakter läuft so ein bisschen komisch und bleibt dann so vor dem Teleskop stehen. Das ist richtig, dann macht ihr euer Interaktionsmenü auf, geht einmal auf Stil und wählt dann jetzt nochmal das Outfit aus, was ihr gerade gespeichert habt mit der Weste. Habt ihr das Ganze, könnt ihr euer Interaktionsmenü schließen und dann geht ihr einfach hier einmal zu euch zum Kleiderschrank oder wenn ihr hier keinen Kleiderschrank haben solltet oder sowas, müsst ihr dann halt nochmal zu einem Bekleidungsgeschäft fahren und das Outfit da abspeichern. Wichtig ist einfach nur, dass ihr das Outfit jetzt nochmal abspeichert. Ihr könnt das auf jeden Fall jetzt hier auf dem ersten Platz wieder überschreiben. Denkt auf jeden Fall daran, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das Ganze jetzt entweder auf dem ersten oder auf dem letzten Platz abspeichert. So, habt ihr das Ganze dann gemacht, müsst ihr einmal wieder nach draußen. Wenn ihr dann hier draußen angekommen seid, öffnet ihr einmal euer Interaktionsmenü, geht dann hier einmal auf dich selbst umbringen.
So, und wenn ihr dann den leichtesten Ausweg gewählt habt, geht ihr nochmal in euer Interaktionsmenü und geht dann nochmal auf Stil und bestätigt jetzt nochmal ein paar Mal das Outfit. Also einfach so für 5 Sekunden lang einfach die X-Taste spammen. Wenn ihr das dann gemacht haben solltet, könnt ihr euer Interaktionsmenü wieder schließen. Dann bekommt ihr unten rechts diese goldene Ladeschnecke. Und als nächstes öffnet ihr einfach die Optionstaste, geht dann hier auf Online, geht auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellte Jobs. Geht dann hier einmal auf Mission und hier werdet ihr einen Job für einen Titan finden. Den startet ihr ganz einfach. Und wenn ihr dann in der Mission angekommen seid, sollte das Ganze so bei euch aussehen. Die Weste ist weg, die Maske von dem Chemieanzug habt ihr auf jeden Fall noch im Gesicht. Solltet ihr so eine komische Strumpfmaske oder so eine komische Mütze anhaben, müsst ihr auf jeden Fall den Job nochmal verlassen und den Step mit dem sich selbst umbringen und wieder in den Job reingehen. Einfach nochmal wiederholen, bis dass ihr so spawnt, wie ich hier auch gespawnt bin. Als nächstes fahrt ihr bitte zur nächsten Ammo-Nation. Ich sage euch mal eben kurz, wo ich jetzt hinfahre. Hier ist die nächste Ammo-Nation. Dort müssen wir das Outfit dann nämlich nochmal abspeichern. Seid ihr dann jetzt hier an der Ammo-Nation angekommen, lauft ihr einfach nur rein, geht dann hier rüber zu der Outfit-Sektion und hier könnt ihr das Outfit auf jeden Fall abspeichern. Denkt bitte daran, das Ganze wie gesagt entweder auf dem ersten oder auf dem letzten Platz abzuspeichern. Jetzt ist das auf jeden Fall die letzte Option, wo ihr das machen könnt. So, und wenn ihr das Ganze abgespeichert habt, könnt ihr euch entweder jetzt schon mal das Outfit anziehen, wo der Gürtel drauf ist. Ich werde jetzt hier für dieses Video einen Gürtel nehmen, den ich hier bei den Casino-Raubüberfall finden kann, und zwar nehme ich jetzt hier einfach mal von der Wartung den Gürtel, der Kollege hier um den Bauch hat. Das Outfit ziehe ich mir jetzt einfach nur einmal an und wenn ich das habe, verlasse ich den Job wieder übers Handy. So, wenn ihr dann wieder gespawnt seid, habt ihr auf jeden Fall immer noch dieses Outfit an mit dem Gürtel drauf. Als nächstes könnt ihr mal in euer Interaktionsmenü gehen und schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Ihr wählt jetzt einfach mal das Outfit aus, welches ihr gerade abgespeichert habt, und normalerweise sollte sich dann nichts ändern. Habt ihr das Ganze, habt ihr auf jeden Fall bis hierhin alles richtig gemacht. Als nächstes braucht ihr einen ganz bestimmten Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Mit diesem Job könnt ihr nämlich jetzt die Outfits wieder merchen. Das Video zu dem Merch-Glitch packe ich euch auch mal eben kurz oben in die Infokarte, da ist es auch schon. Diesen Glitch machen wir jetzt, und wie gesagt, den Job dazu, den ihr euch markieren müsst dafür, den werde ich euch jetzt auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, wenn ihr das dann habt, geht ihr auf jeden Fall dann hier auf Jobs, Jobs spielen, geht auf markierte Jobs, geht dann hier einmal auf Mission und dann werdet ihr hier so eine G-Sache finden. Den Job startet ihr jetzt ganz einfach. Hier in den Missionsvoreinstellungen ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr hier Kleidung auf gespeicherte Outfits stellt und als nächstes ladet ihr einfach irgendeinen von euren Freunden ein. Wenn euch dann jemand beigetreten ist, könnt ihr einfach hier auf Spielen klicken. Und seid ihr dann jetzt hier in der Vorrunde angekommen, seht ihr, habt ihr jetzt das Outfit mit dem Gürtel. Als nächstes drückt ihr dann jetzt einmal die Steuerkreuztaste nach rechts oder halt nach links, je nachdem, ob ihr das Ganze jetzt auf dem ersten oder auf dem letzten Platz abgespeichert habt. Ich habe das Ganze ja auf dem ersten Platz abgespeichert, deswegen drücke ich jetzt einmal die Steuerkreuztaste nach rechts. Und ihr seht, ich habe den Gürtel nicht drauf. Lasst euch davon bitte nicht verwirren, das ist auf jeden Fall richtig so. Ihr geht jetzt einfach nur einmal auf Bereit zum Spielen. So, seid ihr jetzt hier in der Mission angekommen, könnt ihr auch schon direkt wieder euer Handy aufmachen. Drückt dann einmal wieder X, Viereck, X, um den Job übers Handy zu verlassen. Und jetzt wartet ihr wieder darauf, dass ihr in GTA Online gespawnt seid. Seid ihr dann wieder gespawnt, werdet ihr auf jeden Fall wieder mit dem Outfit spawnen, auf dem der Gürtel drauf ist und nicht mit dem ihr gerade in der Mission gewesen seid. Das ist vollkommen richtig, Leute. Ändert jetzt bitte auf keinen Fall was an dem Outfit. Ihr registriert euch ohne Umwege sofort als CEO oder als MC. Das funktioniert auch. Wenn ihr das gemacht haben solltet, braucht ihr irgendein Fahrzeug. In dieses steigt ihr einfach nur ein. So, wenn ihr eingestiegen seid, macht ihr wieder euer Interaktionsmenü auf, geht dann einmal auf CO, geht auf Verwaltung, geht auf Stil, drückt dann einmal die Steuerkreuztaste nach rechts, dass er sich ein Outfit anzieht, und dann auch einmal wieder nach links, dass er wieder der Strich ist, dass er kein Outfit anhat. Danach macht ihr das Interaktionsmenü wieder zu und steigt einfach nur aus, und dann seht ihr auch schon, habt ihr auf einmal den Gürtel auf dem Outfit. So bekommt ihr das Ganze auf jeden Fall hin. Jetzt müsst ihr einmal wieder zum nächsten Bekleidungsgeschäft und das Ganze abspeichern. So, wie gesagt, hier am Bekleidungsgeschäft könnt ihr das Ganze auf jeden Fall dann noch einmal abspeichern. Ich überschreibe auf jeden Fall jetzt den ersten Platz hier. Und wenn ihr das Ganze abgespeichert haben solltet, könnt ihr jetzt natürlich auch hingehen und euch dann auch wieder einen Helm anziehen, eine Maske mit draufglitschen, eine Duffelbag-Tasche mit draufglitschen. Wie das alles funktioniert, dazu habe ich auf jeden Fall schon mal Videos gemacht. Da müsst ihr einfach mal auf meinem Kanal ein bisschen rumstöbern. Das werdet ihr auf jeden Fall finden. Ich werde jetzt mal eben kurz ein, zwei Varianten für euch fertig machen und dann hören wir uns gleich wie immer im Outro, Freunde.
gut, Freunde, ich bin jetzt gerade noch einmal hingegangen, habe mir dann einfach ein paar Handschuhe mit da drauf gezogen und eine kleine Kette am Arm, das könnt ihr wahrscheinlich sehen. Außerdem bin ich hingegangen, habe dann noch einmal die grüne Duffelbag-Tasche übertragen und mir einen schwarzen kuhsicheren Helm mit da drauf geglitscht. Also was heißt drauf geglitscht? Die könnt ihr natürlich ganz einfach anziehen. Dieselbe Variante habe ich dann jetzt auch noch einmal in weiß gemacht. Ist ja auch schon mit der weißen Duffelbag und dem weißen Helm. Die Videos zu dem weißen Helm und der weißen Duffelbag sind auf jeden Fall oben in der Infokarte für euch verlinkt. Da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Das funktioniert auf jeden Fall immer noch. Ist zwar schon eine Weile her, dass ich es hochgeladen habe, aber es funktioniert definitiv immer noch. Und ja, Freunde, so kommt ihr auf jeden Fall immer noch an die Gürtel-Outfits. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video eine Bewertung geben würdet und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lasst. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch wie immer noch viel Spaß damit. Haut rein, Leute, macht's gut, bis bald und ciao.